Muss mal schauen. Das gestaltet natürlich auch die Verwaltung der Playlists dann ein bisschen schwieriger. Weil ich da immer davon ausgehe, wie viel. Ach, egal. Das ist jetzt nicht unbedingt wichtig. So, okay. Hier kommen wir mal hier noch einen ran. Wenn wir noch drei haben, dann machen wir noch drei ran. So, das ist auch weg. Und klack, klack, klack. Und blub, blub, blub. Blub, blub. Blub, blub und blub. Und dann hier hinten noch 1, 2, 3, 4, 5. Und fertig ist es. Hier einen. Ich würde sagen, unser Dorf gewinnt langsam an Qualität. Ah, hier fehlt ja auch noch Kies. Das habe ich ganz übersehen. Bäume brauche ich. Bäume. Aber wir sehen auf jeden Fall, wenn man will, kriegt man es auch hier ganz einfach hin. Also kriegt man es auch ohne irgendwas ganz einfach hin zu überleben. Einfach sich ein Dorf schnappen. Mit Slimes kuscheln. Und dann wird das schon, denn Slimes sind sehr zärtliche Wesen. Gut, wenn du so ein kleiner hast, mag das vielleicht sogar stimmen. So, dann pflanzen wir ein paar Bäume an. In der Zwischenzeit, ne, hier lieber nicht. Sollte das eigentlich alles fertig sein hier? Genau, das ist fertig, das ist fertig. Und das. Und neue haben wir auch. Dann kommt hier noch einer hin und da noch einer hin. Und da. Gut. Noch mehr Knochen habe ich nicht, oder? Doch, 4 Stück habe ich noch. Äußerst bracketisch. Baum. Baum. Ein bisschen Wiese hier. Hier noch ein bisschen Wiese und da... Die Wiese wächst leider nicht. Das ist ja auch cool, wenn sich die Wiese von alleine vermehren würde. Ne? Liebes Mojang-Team. Wäre auch eine geile Idee, wenn sich die Wiese von alleine vermehren würde. Ich glaube, das würde auch nochmal so einen Kick reinbringen ins Spiel. So. Vor allem diesen Kick, ne? Das würde Kick ins Spiel reinbringen, ja. Nee. Oh. So, was machen wir? Jetzt die Felder ernten. Ne, erstmal das Essen. Ich bin hin und her gerissen, ich weiß es nicht. An Skelette kommen wir jetzt eh nicht. Achso, Moment, wir haben ja neues Zeug gefunden, ne? Und einfach mit einigen hat man ja noch einen Tausch offen. Anscheinend mit keinem von euch.
Mit dir auch nicht. Mit dir auch nicht. Huh. Bom. Bom. Ja. Ah, die Wolken gehen unter. Die Wolken gehen unter, ja. Genau, die Wolken gehen unter, die Sonne geht auf, die Sterne verziehen sich und der Mond schwebt umher. Hier erstmal wieder unser gesammeltes Achievement hier rein. Keine Ahnung, warum ich jetzt Achievement gesagt habe. Das. So, dann haben wir hier noch Eisen und Gold gefunden, gell? Genau. Äpfel. So, und da habe ich jetzt nämlich eine Idee. Und zwar, ganz einfach, machen wir mal den hier. Einige von euch wissen das sicher jetzt, was ich vorhabe. 6 Stück kriegt man raus. Machen wir uns 6 goldene Äpfel. Weil wir es einfach können. La, la, la. Irgendwie hat die Musik ja was. Und wenn wir noch mehr können, machen wir einfach noch 6 goldene Melonen. So. Wir haben noch 21 Melonen, wieso waren die nicht zusammen? Und wir haben Kies, oh man. Wieso haben wir Kies? Sind wir derp? Derp? Sind wir derp? Derp? So, klack, klack. Genau, da haben wir den Weg auch fertig. Hey, ganz ehrlich. Ich würde sagen, ich gehe zwar schlafen. So, und dann gucken wir mal weiter. Gute Nacht. Morgen, liebe Welt. Ja. In die Welt zu gehen, ohne ein einzigsten bisschen... Ohne ein einzigen bisschen Werkzeug ist auch geiles Deutsch. In die Welt zu gehen ohne ein einzigen bisschen Werkzeug ist geiles Deutsch. Ihr seht, ich bin durch. Total durch. So, okay, dann auf in die Welt und ein paar Knochen sammeln. Oh, die Geräusche sind so räudig. Knochen! Jawohl, Knochen! Noch mehr Knochen? Knochidi und Knochidei, ich such hier die Knocherei. Knocht mich voll und knocht mich leer, ich will Knochen immer her. Der hockt ja immer noch da in der Ecke. Einer ist bei uns drin. Juhu, wir haben einen Hausslime. Ente. Ente, 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 Ente. So, Knochen gefunden. Mission erfolgreich. So. Dann würde ich sagen, 4 Knochen reichen. Jetzt müssen wir nur noch die Bäume finden, die ich gepflanzt habe. 1. Hier keine mehr. Der ist gewachsen von alleine.
Der wächst nicht wegen der Fackel, okay. Moment. So, der ist auch gewachsen. Dann geht's doch langsam voran hier. Du auch noch, komm. Jawoll! Und dabei noch einen Punkt führen, Neverguest LP. Er kann Bäume zum Wachsen bringen. Er ist der zweite Chuck Norris. Ja, also ganz ehrlich. ich weiß nicht. Doch, eigentlich schon. Blub, 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 blub. Ja, ey, komm, machen wir's einfach. Ist nicht so schlimm, ich habe eine Menge LPs noch im Parat. Es ist ja, wie gesagt, nur ein Let's Test. Mir war von Anfang an sowieso klar, dass es keine 50 Folgen gehen wird wie das andere. Wir werden das Let's Play einfach hier in dieser, in dieser Aufnahme beenden. Bevor ich mir in den Kopf zergrübe, noch was wir jetzt noch machen könnten. Und dann eh sinnlos daneben stehe und ich weiß, was ich tun soll, wisst ihr wie. Und ganz ehrlich, wir haben hier in kürzester Zeit, wirklich in 20 Folgen, haben wir hier ein vollautomatisches Dorf gebaut, was sich für immer selbst versorgen wird können. Es ist wirklich nicht nötig, irgendwas weiteres hier noch zu bauen. Die, guck mal, wir haben hier zwei Kisten voll. Wir haben Massen an Essen, wir haben Massen an Rohstoffen durch die anderen Dörfer. Wir haben hier richtig Eisenrüstung und so. Also es ist krass, was wir erreicht haben in der Zeit jetzt. Mal schauen, ob ich was hinkriege. Eins. Zwei. Ne, nicht mal annähern. Schade, ich wollte einen Eisengolem noch bauen, bevor wir aufhören hier. Naja. Also wir haben wirklich einiges erreicht. Es hat sehr viel Spaß gemacht, vor allen Dingen. Normalerweise, also... Hallo? Hä, was ist das jetzt so? Geronimo! Ah, okay. Also, an den Erfinder dieser Map muss ich sagen, ich weiß nicht, ob das eine alte Version deiner Map ist oder nicht. Wenn das die aktuelle Version deiner Map ist, dann überarbeite sie bitte. Weil entweder habe ich ganz fürchterlich irgendwas falsch gemacht und ich hätte mich nur in irgendeine Richtung umdrehen müssen und dann hinter irgendeinem Baum in der dritten Umbiegung oder so, wäre da was gekommen. Aber ich glaube eher nicht. Und an sich, die Map war nicht schlecht. Die Rohstoffe, die in den Kisten waren, waren jetzt nicht unendlich viel. War gut. Aber hätte man halt mit diesem Standpunkt sich auf jeden Fall besser überlegen müssen. Autsch. Was wir jetzt aus der Map gemacht haben, das Let's Death End Village. Dieses Dorf wäre bereit, gegen jeden verteidigt zu werden. Man könnte die Mauer jetzt noch eins hochziehen, damit Bogenschützen keine Chance mehr haben irgendwie. Man könnte auch die Mauern so hochziehen, dass überhaupt nichts mehr eine Chance hat, drüber zu klettern. Und dann oben vielleicht mit Glas, dass man den Dorfbewohnern abbeutet, zumachen. Man könnte alles tun. Also man könnte sich hier vollkommen drinnen abisolieren, außer wenn man noch mal eine komplette Eiche braucht, ja kein Holz mehr. Es ist schon ein schönes Dorf geworden, würde ich sagen. Oder was meint ihr? Ja, ich finde, es ist ein sehr schönes Dorf geworden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle werde ich die Aufnahme beenden. Und wir sehen uns demnächst in einem neuen Let's Play. Denn für dieses Let's Play wird Metro 2033 oder Mafia 2 rauskommen, je nachdem, was am besten bewertet wird. Ich danke fürs Zuschauen, wie immer.
Es ist wirklich es hat mich selbst überrascht, dass ich so schnell eine Entscheidung getroffen habe jetzt. War ja eigentlich nicht geplant, das jetzt zu beenden. Ich wollte einfach eine Aufnahme machen. Aber ich habe schon in der letzten Aufnahme mitgekriegt, dass immer weniger zu tun ist. Huch. Ja, unser Schleim, unser Hausschleim habe ich jetzt umgebracht. Nein! Und deshalb werden wir dieses Let's Play jetzt beenden. Mal gucken, ob ich noch ein gutes Bild hinkriege. F5. Lalalala. So. Auf Wiedersehen, sagt euer Nevercast mit einem letzten Spruch. Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist gewöhnlich wegen Bauarbeiten gesperrt. Ein wahrer Spruch. Auch wenn er etwas kindisch ausgedrückt ist. Tschüss.